diesen wunderschönen Ort verlassen wir nun. Und vielleicht bis irgendwann mal wieder, weil fantastico. Hallo Freunde, wir begrüßen euch zum dritten Teil unserer Balkanreise. Dass nicht immer alles Gold ist, was glänzt, ist schon klar. Aber so soll es sein und macht das Leben aus. Von daher konnte der dritte Teil gar nicht bunter und facettenreicher werden. Und nun lehnt euch zurück und habt viel Spaß. Schön war es hier. Doch ein Bild betrübte uns sehr. Die schweren Waldbrände von 2017 hinterließen überall ihre traurigen Spuren. Es tat extrem weh, dieses immense Ausmaß mit eigenen Augen zu sehen. Wenn überhaupt, wird es Jahrzehnte dauern, bis sich diese schöne Natur davon wiederholt. Eine Recherche von uns ergab: In Montenegro kann man einen der letzten Urwälder von Europa finden. Manchmal war es echt schwierig, von unserem eigenen Dreck in diesen Labyrinth gerudert zu werden.
Schatzelchen, my best tour guide for Bosnia, for Croatia, for Montenegro, for the Balkan. Püppi Maus. Sauberle. Bis hierher war noch alles total entspannt. Doch dann schlug der Regen zu. Und mit Nässe, Freunde, kommt der Mieters E10 überhaupt nicht zurecht. Anders als beim Anarchy Wild versagt er auf ganzer Linie. Leute, ich hatte teilweise richtig damit zu tun, Bulli nicht links und rechts zu werfen. Dazu kam noch dieser Temperatursturz. Als wir in Kolažin ankamen, hatten wir gerade nur noch 8 Grad plus. Wenn du denkst, da kommt nichts mehr. Kommt irgendwo eine Bank daher? Unser geplanter Trek hatte es wirklich in sich. Für den einzelnen Zuschauer ist es echt schwer, das Gefälle und die Steigung aufzuzeigen. Dazu dieser morastig-nasse Boden. Dieser zog uns wie aus dem Nichts manchmal einfach das Vorderrad weg. Siehe Biggie.
Und jetzt schaut mal, tatsächlich waren wir immer noch auf der richtigen Fährte. Kollagen, wir hätten das Schild küssen können. Es ist unglaublich, Montenegro ist in etwa so groß wie meine Heimat Schleswig-Holstein und hat in etwa so viele Einwohner wie Bremen. Aber wo die beiden Bundesländer überhaupt nicht mithalten können, ist, sie besitzen keine 5 traumhaft schönen Nationalparks mit einer Grundfläche von 126.000 Hektar. Wenn ich so überlege, bin ich Gott froh, dass wir Montenegro bei unseren Urlaubsplanungen mit einbezogen haben. Mal rückblickend betrachtet, war es jeden Kilometer wert. Es war noch so viel Schönes geplant für Kollagen und Umgebung. Aber das Wetter für die nächsten Tage wurde derart schlecht, dass wir uns entschieden, Richtung Kotor zu flüchten. Und Freunde, da ich weiß, dass der Film ziemlich lang wird, wird es zwischen den Hauptzielen immer wieder kurze Spots zu sehen geben. Wir sind hier auf dem Weg, die Sonne wird geladen, komisch. Auf dem Weg nach Hum. Irgendwo im Nirgendwo. Also meine Süße hat gerade mal abgecheckt und sieht so aus, als wenn wir hier auf dem Wanderweg sind. So, jetzt gibt's noch was. Oh no! Doch! Nee, Gelee-mäßiges. Mahlzeit, lass dir schmecken. Lass dir schmecken. So, wir sind hier, bla bla. Wir sind hier auf dem Wanderweg. Irgendwo von dem Berg da oben sind wir runter, andere Seite, also unten hoch. Centinje sind wir rauf, über den Berg rüber. Naja, mach du. Und dann sind wir hier wieder runter und jetzt stehen wir halt hier, da vorne an dem gelben Schild hinten, da könnt ihr sehen, steht nichts drauf, ist schon verblichen. Aber man soll hier irgendwie ins andere Dorf runterkommen. Das kann auch lustig werden. Mal sehen, was rauskommt bei. Da, die versteckt sich schon wieder hinter der Karte. Da, checkt das schon wieder ab. Ohne was zu essen heute Morgen. Und Essen wird völlig überbewertet. Hat meine Süße gerade gesagt vorhin. Weil sagt, ich habe Hunger. Und sie gibt nichts. Essen wird völlig überbewertet. Aber Hauptsache, sie hat ihre Gelee-Humpen da. Also macht's gut, Freunde. Bis später. Tschüss. Hier, frisch aus der Wildnis. Endet meine Reportage. Wer weiß, was nachher noch kommt. Tschüss. Tschüss. Meine Süße, Tourguide. Ist schon wieder voller. Seht ihr die Augen? Die ist schon wieder voller Strom. Die hat schon wieder alles im Blickfeld hier. Die drückt schon wieder. Sitzt schon wieder dran. Ich bin mal wieder der Letzte heute Morgen, aber ja, Armlenker ist auch schon dran. Das heißt schon wieder Alarmstufe Rot, Freunde.
ich sollte mal ein bisschen die Hacken hinterhauen, willst du damit sagen. Und ja, man ist halt nicht mehr der Jüngste. Ne? Also ich gehe schon stramm auf die 60 zu und da ist das alles nicht mehr so einfach, so langsam. Ne? Da muss man sehen, wo man bleibt. Da geht das alles nicht mehr ganz so schnell. Weil ich habe gestern zu dir gesagt, das ist so wie ein guter alter Golf 2. Immer zuverlässig, aber nicht mehr der Schnellste. Ne? Kommt hin, oder? Kommt hin, siehst du. So, gelabert. Die zwei Sachen standen ganz weit oben auf der Agenda hier im Lofzen-Hauptgebirge, und zwar der Stierovnik auf 1748 Meter und das Mausoleum erbaut durch den dichten Fürsten Peter II.
Man kann sich das so gar nicht vorstellen. Zwei Tage zuvor kämpften wir uns durch das wilde Geläuf bei 8 Grad und Dauerregen durch Kollaschin. Und keine 80 Kilometer weiter ab Centennie Richtung Kotor hatten wir das allerschönste Spätsommerwetter. Fantastisch. Das hatten wir uns aber auch verdient, Freunde. Die nächsten Tage war nur noch Sonne und Slow Motion angesagt. Diese wunderschöne Passstraße, auch P1 genannt, die von Centennie nach Kotor führt, galt bei Dangerous Roads als äußerst gefährlich, aufgrund ihrer geringen Breite und sehr unübersichtlichen, gefährlichen Stellen. Wir fanden sie wunderschön zu fahren, aber bei manchen Situationen schienen manche wirklich komplett überfordert gewesen zu sein.
Danke. Aus, setzen wir über von Kotor nach Gedöns. Fahrt mir jetzt nicht nach der Ortschaft, kann ich euch später sagen. Aber vollgestopft ohne Ende das Teil. Ohne Ende. So, guten Morgen. Also das hier, zeig es euch mal schnell, ist unser Haus. Wir haben jeweils ein Bad. Meine Frau hat alles immer durchgewaschen wieder. Die Waschmaschine läuft, jetzt nach 2 Wochen. 2 wunderschöne Schlafzimmer. So, einen fantastischen Ausblick. Haben wir oben ein Balkon. Da unten sitzt meine Süße. Huhuk. Huhuk. Hallo. So, dann haben wir hier, wie ihr sehen könnt, unsere Bucht von Kotor. Nachher geht es nochmal ab ins Wasser. Da kommt übrigens unsere Fähre, mit der wir gestern übergesetzt haben. Kostet schlappe 2 Euro. Geht dann rüber, anstatt komplett einmal drumherum zu fahren. Wir sind gestern schon direkt die ganze Küstenstraße entlang gefahren und haben hier dann übergesetzt. Wohnzimmer und draußen. So, jetzt bin ich wieder unten. Ihr seht hier noch Terrasse, meine Frau, alles schön gewaschen. Komplett einmal durchgewaschen. Und da sind 2 besten, unser allerbesten. Die sind die geilsten, wird meine Frau jetzt sagen. So, ui, da geht's ab. Die 2 Einfahrer kann ich natürlich nicht mithalten. Mit meinen Arthritis und meiner Arthrose. Aber heute ist Chilltag. Chilltag ist heute Chilltag, ja. Naja gut, chillen ist schon wieder. Das ist schon alles wieder mit Arbeit verbunden hier. Da, Freunde. Karte, Handykarte, hier Karte. Da wird schon wieder ausgecheckt und eingecheckt und so weiter. Ihr seht, da wird es nie langweilig bei meiner Frau. Und ich sehe schon kommen, sobald die hier ihr Tagesgeschäft fertig hat, ist die erstmal da draußen auf in die Hütte. So, tschüss. Tagestour war sowas von lässig. Dieses genial warme Wetter lässt uns einfach ganz gechillt zur Sache gehen.
sweet smile. Dieser Flusszulauf zum See gehört zur Hälfte auch den albanischen Freunden. Irgendwo hinter den zwei Hügeln dann nachher geht das über in albanisches Gewässer. Yes. Yes. Geil. You come from? Jetzt gehe ich erstmal frühstücken, trinke noch ein Käffchen und dann geht es auch schon wieder los. Zum letzten Mal leider hier aus Kotor, aber mit dem Hintergedanke, dass wir noch ein paar wunderschöne Tage in Bosnien haben werden, wo wir uns beide mega drauf freuen. Thank you.
schön. Hallo, du, aber hallo, das und manche für den Heiden. Hast du schon gehört? Wir kommen, Junge. Cool, wir kommen. Nächstes Jahr nimmst du uns mal mit. Gleich noch ein bisschen was, dann hier uns bestimmt. Ja, das ist ja das Großkopfstatue. Oder? So. Der Bypass bis zur eingestürzten Brücke ist richtig deftig
Richtig grob. Also, man sieht das auch nicht rüber, aber es sind schon Becher und alles so neben. Mal sehen, wie es an der Brücke näher aussieht. Es muss noch eine Umfahrung geben. Es muss eine geben.
keine einzige Laderspur. Was ist mein? Da war ja matschig. Hammer. Ja. Hier oben noch die Bäckerei. Ja. Wahnsinn, ey, das war ja ein Riesending. Damals über Bus haben sie die abgeholt hier. So gut ging das mal. Mit dem Bus haben sie die abgeholt. Ah, das ist geil. Aber kommt noch eine auf der anderen Seite ran, gerade Eingang. Einmal verschont bleiben, einmal! Ja! Du mich auf! Komm doch her! Komm her! Hier bin ich! Komm her, Mensch! Das ist doch wahr! Immer das Gleiche, du! Das ist so eine gechillte, geile Ausfahrt und dann kommt der wieder ins Spiel! Dieser Lappen! So, liebe Freunde, das war nun. Es war eine richtig schöne Zeit in Montenegro. Aber nun ging es nochmal zurück nach Bosnien-Herzegowina. Und somit auch zu den härtesten Streckenführungen unserer gesamten Tour. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, eure Fatis. Ein noch, dann ist aber Schluss. Ja, wenn noch einer muss, aber dann ist Schluss. Prost! Schatz ist weiter.